Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt mit einem weiteren Tippkiste-Video zum Stamperatus. Diesmal möchte ich euch zeigen, wie man so eine Art Karte damit gestalten kann. Die habe ich jetzt mit dem Gastgeberin-Stempelset Stadtlandgruß gemacht. Hier mal Beispiele mit dem Gänseblümchen-Gruß, dass man die Stempel immer ja, so kaleidoskopmäßig ganz toll anordnet. In diesem Video dachte ich, probiere ich einfach was Neues aus mit alle meine Geburtstagsgrüße. Da das ein Gummistempelset ist, tue ich die Matte wieder zur Seite. Und dann brauche ich hier ein Template, das ich mir gebastelt habe, aus so einer dickeren Folie. Das habe ich jetzt für 10x10 cm große Karten oder für 12x12 cm große Karten bzw. Aufleger gemacht. Die Karten sind natürlich ein Stück größer. Ich habe eben bunte Finger von den ganzen Videos, die ich heute schon gemacht habe. Ich nehme mir da jetzt einfach mal das Blümchen raus, platziere das hier und nehme jetzt einfach mal Wassermelone. Wassermelone ist doch immer schön. So, hier lege ich mir jetzt noch eine Stempelhülle drunter, damit sich der Stempel leichter einfärben lässt. So, dann stempel ich das Blümchen. Nehme meinen Farbkarton und drehe den einen Tacken weiter. Einfärben, wieder abstempeln. Einen Tacken weiter drehen und das mache ich jetzt einmal komplett rundherum. Dann könnte ich jetzt noch eine andere Farbe oder ich nehme Blätter dazwischen. Ich überlege gerade, ob ich die Blüte in einer anderen Farbe dazwischen setze. Doch, ich glaube, ich mache das mit der Blüte. Man könnte jetzt natürlich auch Blätter oder irgendeinen anderen hübschen Stempel daraus dazwischen setzen. Aber nehme jetzt das Blümchen, platziere das mal so. Und nehme jetzt, welche Farbe passt denn schön dazu? Ach, Aubergine. Wo es doch bald weg ist, muss ich doch noch ein bisschen verwenden. Ich muss ja zugeben, ich benutze dieses Blümchen gerade das erste Mal und es ist echt total süß, oder? So, dann kann ich mir noch einen Textstempel nehmen. Oh, wie man sieht, auch noch nicht benutzt. Der ist noch fest da drin. Zu viele Stempel, zu wenig Zeit. Der eine oder andere wird das Problem kennen. So, muss ich jetzt mal hoffen, dass ich den gerade habe. Nicht ganz. Das kann man hier schön an der Rasterung auf der Stempelplatte auch sehen. Dann kann ich das noch mal ein bisschen korrigieren. Hier kann ich gut sehen, ob ich den mittig habe. Und dann hoffe ich mal, dass ich den jetzt gerade ausgerichtet habe. Das sieht doch aber schön aus.
So, dann habe ich mir wacker noch einen farblich passenden Aufleger zurechtgeschnitten in 10,3 x 10,3 cm. Hier ist meine Grundkarte, 10,5 x 21 cm, mittig bei 10,5 cm gefalzt. So, da habe ich jetzt nur einen recht schmalen Rand zur Karte gelassen. So, und voilà, fertig ist das Kärtchen. Also damit kann man so ein Template, ich gucke mal, dass ich die noch als Vorlage auf meiner Homepage vielleicht zum Runterladen ausdrucke, schneiden aus Folie, müsst ihr euch das Ganze aber natürlich selbst, kann man wirklich ganz wunderbare Karten zaubern. Ich finde diese Technik genial. Ich hoffe, euch gefällt sie auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!